Wenn du erleuchtet bist und dich selbst als 5D-Wesen erfährst, wirst du etwas wissen, und zwar, ich bin ein Zeitreisender. Du wirst es über dich selbst wissen, denn du wirst in der Lage sein, auf Versionen von dir zuzugreifen, die in der Zukunft und in der Vergangenheit existieren. Genauso einfach, wie du dich mit dieser Version von dir verbinden kannst, die du jetzt gerade bist. Oh, Baby, das heutige Gespräch. Es gibt so viel, was da reingehört, aber mein Akku ist gleich leer und ich möchte das filmen, bevor mein Akku leer ist. Also ja, mal sehen, wie weit ich komme. Wir sprechen heute über Zeitreisen. Wir sprechen über Zeitliniensprünge, was sehr faszinierend klingt, nicht wahr? Ein Zeitliniensprung ist nichts anderes als eine Verschiebung der Realität. Die Zeitlinie zu verschieben heißt, die Realität zu verschieben heißt, in Zeitlinien zu springen. Aber lasst uns einige Missverständnisse aufklären. Wenn ich Zeitliniensprünge sage, weiß ich, dass sich das anhört. Ihr wisst schon, ihr werdet euch vorstellen, in einem Film zu sein. Oh, es gibt einen Zeitstrom und ich springe hinein und alles wird anders sein. Und vielleicht bin ich in diesem Zeitstrom reich oder arm oder erleuchtet oder ein Arzt oder ein Anwalt oder ein Zahnarzt oder irgendetwas, das so fremd ist von dem Bewusstseinsstrom, in dem ich gerade noch geschwommen bin. Und dann könnt ihr euch vorstellen, dass ihr das mehrmals macht. Nun, das Großartige daran wäre, wenn ihr dies bewusst tun würdet, was bedeutet, dass ihr in der Lage seid, den Kontrast zwischen den Zeitlinien bewusst zu sehen. Ihr tut das die ganze Zeit. Aber was passiert, wenn ihr das tut, ist, dass ihr in diesen Strom eintretet und in die Erinnerung an diesen Strom eintretet, als ob keine anderen Erinnerungen existierten und damit alle Resonanz und Erinnerung an alle anderen Zeitlinien auslöscht. Ihr tretet also in die Erinnerung ein, was den Anschein erweckt, dass die Zeitlinie, auf der ihr euch befindet, solide und beständig und stabil ist und schon immer war. Aber in Wirklichkeit habt ihr gerade die Frequenz verschoben und befindet euch jetzt in einer Version von euch, die in einem Zeitstrom spielt, die vielleicht der Arzt ist. Und wisst ihr, es ist ein sehr fast triviales Beispiel, das ich euch geben möchte, aber lasst es uns einfach so machen, denn dieser Weg wird euch erlauben, die verschiedenen Realitäten zu sehen. Ein Arzt, ein Anwalt, ein Zahnarzt. Ich benutze das nur als Beispiel, richtig? Nur Beispiele, um euch zu zeigen, wie unterschiedlich die Realitäten sein können und dass es in diesen Realitäten einen unterschiedlichen Nutzen gibt. Aber wenn ihr in sie hineingeht, geht ihr in die Erinnerung hinein. Und die Erinnerung ist eine Gewohnheit aus der Vergangenheit. Sie ist eine Konditionierung. Und es ist die Erinnerung, die eure Zukunft erschafft, nicht ihr. Solange ihr nicht in das Jetzt eintretet, werdet ihr euer Morgen immer aus der Erinnerung heraus erschaffen. Aus der Erinnerung daran, wer ihr seid, von dem ihr wisst, dass ihr es seid, mit anderen Worten, der Vergangenheit. Und etwas passiert, wir haben eine Konditionierung im Gehirn, wodurch das Gehirn uns gefangen hält. Und das ist die Konditionierung der falschen Matrix. Es hält uns in der Vergangenheit gefangen, denn das Gehirn ist darauf konditioniert zu erzählen. Ihr denkt also zum Beispiel, sagen wir, ihr schaut in den Spiegel und sagt, okay, Blick in den Spiegel. Diese kleine Verzögerung, auch wenn es nur ein paar Sekundenbruchteile sind, es gibt eine kleine Verzögerung und dann schaltet sich der Erzähler ein und der Erzähler wird sagen, oh, diese Jeans lassen mich fett aussehen, oh, das sieht nicht gut aus oder das sieht gut aus oder was auch immer es ist, was auch immer die Erzählung ist. Du erzählst fast ständig von der Vergangenheit. Aber weil diese Verzögerung so klein ist, denkst du, oh, das ist das jetzt. Du denkst, naja, weißt du, das bin ich, wie ich in den Spiegel schaue und über mein Aussehen plaudere. Ihr habt den Eindruck, dass ihr im Jetzt lebt, obwohl ihr immer mit Blick auf die Vergangenheit lebt. Du orientierst dich an der Vergangenheit, kommentierst die Vergangenheit, lebst in der Reflexion der Vergangenheit. Solange du dich nicht ins Jetzt bringst, wirst du immer in der Vergangenheit sein. Und wenn du dich ins Jetzt bringst, möchte ich, dass du es dir so vorstellst, ich habe vorhin von Strömen gesprochen, von Bewusstseinsströmen. Wir können sie uns wirklich nur als verschiedene Realitäten vorstellen. Das Springen von einer auf eine andere Zeitlinie ist einfach eine Frequenzverschiebung von dir. Und die Wahrheit ist sogar noch spektakulärer, nämlich, dass ihr nirgendwo hinspringt. Was ihr stattdessen tut, ist, dass ihr alle anderen Potenziale kollabieren lasst und ein bestimmtes erlebt. Und was diesen Kollaps verursacht, ist euer Bewusstsein. Wo also euer Bewusstsein ist, bestimmt, was ihr, wenn ihr eure Augen öffnet und seht, einschließlich der Zeit, in der ihr eure Augen öffnet und seht. Mit anderen Worten, es ist denkbar, dass Potenzial existiert, dass du 100 Jahre in der Zukunft oder in der Vergangenheit aufwachen könntest. Du würdest es nicht unbedingt wissen, denn deine Erinnerung würde dir sagen, ich war schon immer hier.
Das ist nichts Abnormales, denn das Gedächtnis ist das, was die Vernunft bewahrt. Und wenn das Gedächtnis anfängt, aus den Angeln gehoben und von diesem Strom losgelöst zu werden, dann sagen die Leute, oh, ich fühle mich ein bisschen seltsam. Und die Leute sagen dann auch, erwache ich? Ist das ein spirituelles Erwachen oder werde ich verrückt? Verliere ich meinen Verstand? Ist da ein Wahnsinn im Gange? Manchmal ist es nur so, dass du verlierst, was es heißt, von deinem Gedächtnis diktiert zu werden. Du verlierst die Zuständigkeit, die der Erzähler des Verstandes einmal auf dich hatte. Und du wirst frei sein. Und du bist nicht mehr der Erinnerung an die Vergangenheit verpflichtet, sondern dem einzigen Ort, an dem du jemals sein solltest. Und das ist das Jetzt. Ich möchte, dass du dir das Leben so vorstellst. Stell dir dein Leben als einen Gefängnisausbruch vor. Denn die falsche Matrix ist ein Gefängnis, dem du gehorchst und dem du Rechenschaft schuldest, wenn du lange genug darin lebst. Und wir haben viele Leben lang im Gefängnis der falschen Matrix gelebt. Wir sind hierher gekommen, um uns aus dem Gefängnis der falschen Matrix zu befreien, indem wir das Bewusstsein in die falsche Matrix selbst hineinbringen. Die Wände der falschen Matrix zum Schmelzen bringen, bis wir uns im Jetzt wiederfinden können. Die falsche Matrix, ich habe sie oft auch als Zeitmatrix bezeichnet, denn das ist es, was in der falschen Matrix passiert. Wir werden an eine bestimmte Zeit festgeklebt. Wenn du erleuchtet bist und dich selbst als 5D-Wesen erfährst, wirst du etwas wissen, und zwar, ich bin ein Zeitreisender. Du wirst es über dich selbst wissen, denn du wirst in der Lage sein, auf Versionen von dir zuzugreifen, die in der Zukunft und in der Vergangenheit existieren, genauso einfach, wie du dich mit dieser Version von dir verbinden kannst, die du jetzt gerade bist. Denn sie alle existieren und ihr werdet Zugang zu ihnen allen haben, und das Schöne daran, dass ihr den Zugang zu diesen Erinnerungen an eure zukünftiges Selbst oder euer höheres Selbst habt, dann ist es nicht genau das, was euer höheres Selbst ist. Euer höheres Selbst ist ein zukünftiges Selbst. Es ist das, was ihr mit der Zeit werdet. Wenn ihr also beginnt, über die Begrenzung der Zeit hinaus Zugang zu erlangen, bewegt ihr euch in gewisser Weise über das Gefängnis hinaus. Ihr brecht aus dem Gefängnis aus. Ihr verlasst die falsche Matrix. Und das sehr Interessante an der falschen Matrix ist, dass sie nicht mehr existiert. Außer in der Erinnerung der Menschen. Erinnert euch daran, was ich vorhin über das Gedächtnis gesagt habe. Die Erinnerung erschafft die Realität der Zukunft. Und die Realität, in der du dich befindest, wird durch die Erinnerung an deine Vergangenheit bestimmt. Die Erinnerung an die falsche Matrix ist also etwas, das die Menschen fast jeden Tag wieder aufgreifen, obwohl die falsche Matrix bereits zusammengebrochen ist. Stellt euch vor, ihr steht in den Trümmern der falschen Matrix. Die meisten Menschen stehen in den Trümmern der falschen Matrix, aber es fühlt sich so beängstigend und unkontrollierbar an, dass sie anfangen, die Trümmer und den Schutt vom Boden aufzusammeln und ein altes Haus zu bauen. Denn das ist es, was sie kennen, was ihnen vertraut ist. Also fangen sie an, die Wände neu zu errichten. Sie fangen an, ihr eigenes Gefängnis neu zu errichten. Denn sehr oft ist es in der Freiheit sein, in der sie nicht an die Geschichte, die Erinnerung an das, was sie waren, angebunden sind, zu viel Freiheit, sodass sie sich panisch fühlen, dass sie sich außer Kontrolle fühlen, dass sie die Sicherheit des Bekannten brauchen, aber es ist überhaupt keine Sicherheit. Darin liegt für viele Menschen eines der großen Rätsel des Gefängnisausbruchs, in dem wir uns gerade befinden. Es ist sehr wichtig für euch, die Informationen, die ich euch gebe, zu nehmen und sie für das zu nutzen, wofür sie gedacht sind, nämlich lediglich für eine Erweiterung des Bewusstseins. Wow! Das ist es. Es ist ein Wow-Moment. Wow! Wer bin ich sonst noch? Wozu bin ich sonst noch fähig? Und ein kleines Aufblitzen von Aufregung zu spüren, das damit einhergeht. Wozu bist du sonst noch fähig? Erinnert ihr euch, dass ich vorhin gesagt habe, dass wir nicht wirklich springen? Aber ich liebe die Vorstellung, oder? Ich liebe die Vorstellung, dass dein Körper in verschiedene Zeitlinien springt. Das tut er aber nicht. Euer Körper bleibt ruhig. Ihr bringt diese Bewusstseinsströme, ihr bringt diese Zeitlinien zu euch. Und um ganz klar zu sein, was die Zeitlinien angeht, denn ich habe vor kurzem ein paar Videos über Zeitlinien veröffentlicht, nur um ganz klar zu sein. Alle Zeitlinien sind bereits in eine einzige zusammengebrochen. Aber die eine Zeitlinie, auf der wir uns befinden, ist in der Lage, so viele verschiedene Frequenzen zu halten.
Wenn ich also von einer Zeitlinie spreche, ist das, was ich euch wirklich sage, eine Realität innerhalb oder eine Frequenz innerhalb einer übergeordneten Zeitlinie. Und die eine übergeordnete Zeitlinie, auf der wir uns befinden, steuert auf den Aufstieg zu. Es wird diejenigen geben, die einen Ausgang nehmen. Es wird diejenigen geben, die, wenn es für sie an der Zeit ist, dieses Leben zu verlassen, entweder zum Zeitpunkt des Aufstiegs oder vorher, wenn sie gewählt haben, dass der Aufstieg nicht ihr Weg ist, dass 5D noch nicht das ist, wofür sie bereit sind, dann gehen sie in 4D. Sie gehen in eine andere Erfahrung, die ein weiterer Aufstiegszyklus sein wird, der wahrscheinlich viele tausend Jahre lang sein wird. Es ist keine Bestrafung, wenn du ein unendliches Wesen bist, tausende von Jahren. Das ist, als würde ich sagen, hey, lasst uns einen Kaffee trinken gehen. Du wirst nicht sagen, oh Gott, 15 Minuten sitzen und Kaffee trinken. Nein, du wirst sagen, ja, lass uns einen Kaffee trinken gehen. Das klingt fantastisch, wenn du Kaffee trinkst. Ihr wisst schon, und ebenso für das Seelenwesen. Lasst uns spielen gehen. Lasst uns einen weiteren Abstecher zum Aufstiegsfenster machen. Lasst uns dieses Mal einfach außerhalb der Grenzen der falschen Matrix tun und fühlen, wie sich das anfühlt. Diejenigen, die auf den alternativen Pfad abbiegen, sollten sich daran erinnern, dass wir uns im Moment in einer Zeitlinie und in mehreren Realitäten befinden. Wir machen also technisch gesehen keinen Zeitliniensprung, sondern wir verschieben die Realität. Das ist die genauere Art, es zu sagen. Aber innerhalb der Zeitlinie, auf der wir uns gerade befinden, haben wir diese zwei Pfade, diese zwei Möglichkeiten. Eine geht zum 5D-Aufstieg, die andere geht in eine 4D-neue Realität. Wir sind in, ihr werdet neue Körper bekommen, neue Namen, genau wie ihr es zu Beginn dieses Lebens getan habt. Zu Beginn dieses Lebens habt ihr nicht die Erinnerung mitgebracht daran, wo ihr gewesen seid. Ihr kamt, ich möchte sagen, frisch und neu, aber ihr kamt wahrscheinlich wie die meisten von uns, alt, abgehärmt und müde, davon dies so oft wiederholt zu haben. Diejenigen, die auf den 4D-Pfad abbiegen, werden in eine neue, erfrischende Erfahrung der Realität abbiegen. Wie ich schon sagte, es ist eine außerhalb der Grenzen der falschen Matrix, die zusammengebrochen ist. Die falsche Matrix, die Zeitmatrix, ist nicht mehr euer Boss. Aber es ist fast ein Stockholm, wie ein globales Stockholm-Syndrom, wo die Menschen abhängig werden, versklavt und gehorsam gegenüber dem Elend. Wir haben diesen erstaunlichen Call in meiner Online-Community gemacht. Es ist Call Nummer 119. Ich glaube, es ist 119 über das Elendsprogramm. Und dieses Gespräch war so erstaunlich darüber, wie wir alle auf das Elend programmiert und ihm gegenüber gehorsam geworden sind und sogar ein Selbstwertgefühl auf der Grundlage von Leiden und Kampf und Bestrafung entwickelt haben. Wir befreien uns von all diesen Dingen. Ich weiß nicht mehr, ob es Call 118 oder 119 war. Also, wenn ihr in meiner Online-Community seid, schaut in der Plasma Lyle Call-Bibliothek nach. Findet diesen Call. Er war absolut lebensverändernd. Es folgen Calls über Sucht, darüber, wie man sich selbst aus dem Weg gehen kann, wie das Ego dieser Felsbrocken ist, der vor einem steht. Und man muss sich selbst aus dem Weg gehen, um dem höheren Bewusstsein zu erlauben, durch einen zu kommen. Es gibt so viele kraftvolle Arbeiten, die hereinkommen, weil es so viele hohe Frequenzen gibt, die im Moment hereinkommen. Und deshalb führe ich dieses Gespräch mit euch, weil es euch für die Erinnerung daran öffnet, wer ihr seid. Und um euch daran zu erinnern, dass ihr, wenn ihr die Realitäten verschiebt, alle anderen Potenziale zum Einsturz bringt und euer Bewusstsein in diese eine bringt. Aber ihr könnt noch einen Schritt weiter gehen. Ihr könnt in die Meisterschaft des Jetzt gehen, wo ihr euch tatsächlich ins Jetzt bringt. Meine Lieblingsmeditation ist die Tiefenentspannung. Ihr wisst das, ich habe sie in so vielen Videos erwähnt. Ich weiß, dass viele Leute die zukünftige Selbstmeditationen lieben. Ich liebe die Tiefenentspannung, weil sie euch lehrt, aus den Konstruktionen herauszukommen, die der Verstand ständig erschafft. Sie lehrt euch, aus dem Erzähler auszusteigen. Und in dieser Deep Relaxation Trilogie, für diejenigen von euch, die daran interessiert sind, werde ich einen Link dazu in der Videobeschreibungsbox unten hinterlassen. Diejenigen von euch, die die Tiefenentspannung gemacht haben, werden wissen, was sie bewirkt. Sie bringt euch an einen Ort, an dem der Verstand nicht die Kontrolle hat. Und dann seid ihr nur einen Sprung vom zeitlosen Jetzt entfernt. Das ist ein Feld. Und ich lade euch durch dieses Gespräch in dieses Feld der Resonanz und der Erinnerung ein, wer ihr seid, wenn die Zeit euch nicht sagt, wer ihr sein sollt. Mit anderen Worten, wenn deine Erinnerung dir nicht diktiert, wer du bist, dann bist du frei zu sein, wer du bist. Und es ist nicht so, dass du die Erinnerung verloren hast. Es ist eher so, dass du alle Erinnerungen an alle Vergangenheiten und alle Zukünfte gewonnen hast und erkannt hast, oh wow,
Ich bin keine von ihnen. In Wirklichkeit bin ich diese Gesamtheit. Ich bin diese Gesamtheit. Und wenn du anfängst, dich mit dieser Ganzheit, die du bist, zu identifizieren und sie in diesen Körper zu bringen, dann erinnerst du dich, wow, ich muss nicht fliehen. Ich muss nirgendwo physisch hingehen. Ich muss nur all dieses Potenzial ins Jetzt bringen und mein ganzes höheres Bewusstsein ins Jetzt bringen. Das ist der Punkt, an dem ihr euch als frei erlebt. Und viele von euch werden das immer wieder üben müssen, weil die Erinnerung so eingebettet ist. Die Erinnerung an den Schmerz, an die Vergangenheit, an das Ego, an die Geschichte, an das, was ihr offensichtlich wart. Es gibt Teile dieses Gesprächs, bei denen ihr spüren werdet, wie euer Verstand ausrastet, weil es sehr schwierig ist, ein nicht-lineares Verständnis linear zu machen. Es ist so gut wie unmöglich. Und das Gehirn ist so sehr darauf konditioniert, das zu tun. Das Gehirn will immer, dass die Dinge eine Reihenfolge haben, dass sie vorhersehbar sind, dass sie verständlich sind, aber das ist nicht die Natur der Realität. Das ist es, was Erinnerungen tun, aber es ist nicht das, was die Realität tut. Die Wirklichkeit, wenn man das Gedächtnis wegnehme, wäre die Wirklichkeit so interessant, denn hier bist du der Arzt, dann bist du der Anwalt, dann bist du der Apotheker, dann bist du der Bauer. Wer weiß, was für verschiedene Potenziale du bist. Die Freiheit ist auf der anderen Seite des Gefängnisses der Zeit. Und das bist du auch. Ganz viel Liebe euch allen. Bis bald.